Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Nach einem kurzen Pläuschen mit der freundlichen Dame im Tower, die auch so nett war, unseren Flugplan zu schließen, sowie einem Café Olé an der Theke, bereiten wir uns nun auf den zweiten Flugabschnitt vor. Eine Dreiviertelstunde dauert der Flug von Annemasse nach Grenoble, vorbei an den großen Seen von Annecy und Chambéry, sowie durch das Isère-Tal in Richtung Grenoble bis zum Flugplatz Le Versou. Hier sieht man unser geplantes Routing. Es führt uns über die Recommended VFR Transit Route in 4000 Fuß durch die beiden Kontrollzonen von Annecy und Chambéry. Ich bin diese Route schon zweimal geflogen, erwarte also keinerlei Besonderheiten. Bei wolkenlosem Himmel kann man auch den direkten Weg durch das Hochgebirge nehmen, aber heute Abend geht das wetterbedingt leider nicht. Aber genau das steht morgen auf dem Programm. Wir starten also auf der Piste 3.0, genießen einmal kurz den Blick auf den Jet d'Eau, den großen Springbrunnen, das Wahrzeichen von Genf und folgen dann der veröffentlichten Platzrunde von Annemasse. Am Reporting Point Romeo melden wir uns von Annemasse ab und müssen sehr schnell an Höhe gewinnen, denn das Gelände steigt hier stark an und unter 3000 Fuß bekommt man keine Verbindung mit Annecy Tower. Hier geht's also an Annecy vorbei und anschließend Richtung Lac du Bourget und Chambéry. Der große Vorteil dieser Transitrouten ist der, dass man sie relativ entspannt fliegen kann, selbst dann, wenn auf den Airports gerade Verkehr herrscht. Am Reporting Point Sierra Bravo werden wir uns abmelden und in das Isère-Tal einbiegen. Von dort sind es noch 5 Minuten bis zum Zielflugplatz. Wir werden uns in die Standard Traffic Pattern eingliedern und auf der Piste 04 landen. Jetzt müssen wir uns wieder unter diesem... 20. Ach nee, müssen wir nicht. Genau. Charlie, sind wir raus? Ja. Ne, wir fliegen durch zwei Kontrollzonen jetzt. Recommended Route durch Annecy und Chambéry. Okay, ich hab das hier anders gemacht. Ich hab hier so eine Ecke. Ja, du bist über die Berge da, ne? Ja, guck mal da hin. Ja, ja, ja. Das könnte eng werden. Okay, alles klar. So. Da. Drehung habe ich. Den habe ich. Wunderbar. Annemasse Airport, hello. Delta Mike Echo, Mike Zulu. Hä? Delta Mike Zulu, type of aircraft, City, two people. We are going now to Grenoble, Lima, Foxtrot, Lima Golf, and now taxi to runway 30. Delta Mike Golf, Tango Zulu, position parking field, taxi to runway 30. Wir haben nichts gehört im Funk. Öltemperatur haben wir. Delta Mike Echo Mike Zulu, lining up, runway 30. Die Zeit aufzuschreiben. Delta Mike Zulu, taking off 30. 18, 17. Delta Mike Golf, Tango Zulu, Taxi Holding Point, Bravo, Runway 30, Lining Up. Die Piste 3.0 ist der schönere der beiden Abflüge hier in Annemasse, weil man tief über die Stadt fliegt und sogar einen tollen Blick auf Genf hat. Immerhin die zweitgrößte Stadt in der Schweiz hinter Zürich. Delta Mike Golf, Tango Zulu, taking off, Runway 30. Nicht zu übersehen ist der bereits erwähnte Jet d'Eau mit seinem bis zu 140 Meter hohen Wasserstrahl. Er ist neben etlichen Kirchen und botanischen Gärten das Wahrzeichen der Stadt Genf. Schon 1891 beschlossen die Bürger, einen schon vorhandenen Springbrunnen als Touristenmagneten ins Seebecken zu verlegen und den Wasserdruck entsprechend zu erhöhen. Die heutige Anlage mit zwei Pumpen und einer Gesamtleistung von 1000 kW
wurde 1951 in Betrieb genommen. Man kann da ziemlich nahe herangehen und sich davon überzeugen, was es heißt, 500 Liter Wasser pro Sekunde mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h auszustoßen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Sees, auch im Roten Kreis, liegt übrigens das Hotel Beau Rivage, in dem sich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel 1987 umgebracht hat. So jedenfalls das polizeiliche Endergebnis. Aber zurück zum Flug. Wir nehmen Kurs auf den Meldepunkt Romeo und melden uns beim Airport Annemas ab. Dann wechseln wir auf die Frequenz von Annecy Tower, hören ein Weilchen hinein, um zu erfahren, was los ist, und dann rufen wir den Tower und bitten um eine Freigabe für den Durchflug. Delta Mike Echo Mike Zulu, now leaving frequency and departing to the south. Bye bye. Irgendwelche Höhen, die wir da einhalten müssen, Minimum Maximum. Ja, Minimum 4000, hab schon gefunden. Annecy Tower, bonsoir and good day, Delta Mike Echo Mike Zulu. Mike Echo Mike Zulu, we are a formation of two microlight aircraft, Delta Mike Echo Mike Zulu and Delta Mike Golf Tango Zulu, VFR from Annemasse to Grenoble. Position is 1 minute north of November Echo. Request crossing control zone from November Echo to Albi, recommended route in 4000 feet. This is approved unit 1218, call back when leaving. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, QNH 1018 and we'll report leaving. Kein Squawk, alles gut. Genau. Bitte haben wir überhaupt, wir könnten machen, was wir wollen hier. So ungefähr. Genau. Gehen wir nur das Nerv so ungefähr, ne? Ja. Das ist die Runway. Das ist 2 Uhr, halb 2. Ja. Nun kann es eigentlich keine unerwarteten Zwischenfälle mehr geben. Wir lehnen uns also zurück und genießen den Flug zwischen den mit Wolken überschütteten Bergen. Very good day, Yankee from Sierra Echo X6. Yankee from Sierra Echo X-ray, bonjour. On heading intercept the localizer 18, report established on localizer. On heading intercept localizer, call you established on localizer 18, Yankee Echo X6. Sieht stark aus, ne? Ja. Danke, Echo X-ray, Aspen, Black Light, clear the boat. 1500, intercept, light path, clear for the boat, Yankee Echo X-ray. Okay, Echo X-ray, surface wind, 350 degrees, 13 knots, and you expect 13.18 or VPT runway 3. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, Position is Sierra Bravo 4200, request leaving frequency. Delta Mike Echo Mike Zulu, roger that, squawk 7000, leave frequency, bye bye. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, squawk 7000, thank you for crossing, bye bye, over. Und das ist die Isère. Die Isère, habe ich schon mal gehört. Jetzt sind wir im Isère-Tal.
Fox Hotel Mike Sierra Alpha de la position. Il est possible de faire un 3. Seid ihr zufällig hier? Selbstverständlich, wir warten schon auf euch. Ah, wunderbar, wunderbar. Vielleicht nehmen wir die 121. Genau, 1210. Wir haben noch 10 Minuten, 11. Und ich lade euch hiermit ein, mal Bekanntschaft mit dem Isère-Tal zu machen. Direkt vor euch. Was würden wir ohne den fremden Führer machen? Ja, wenn du das mal weißt. Ist mir schon bewusst, Kollege. Ich würde sagen, das Landebier oder dein Landebier, aber auch nur eins, geht auf mich. Ja, das nehme ich an. So, ich will mal ganz kurz in die LFLG ATIS reinhören. Ich melde mich gleich wieder. Okay. 125-225. Good evening, this is Grenoble Leverson Information India. Recorded at 1600 UTC. Runway New 04, surface wind 360 degrees 12 knots, visibility 10 kilometers, broken 4000. 04, hat sie gesagt. Ja. Formation India. 20, so 100. Was habe ich gesagt? 22? 55, ja. So, ihr Lieben, das war wenigstens eindeutig. Wir haben die 04 in Betrieb. Ja, alles klar, dann halt direkt in den Downwind. Genau, so ist das. Und ich würde auch mal Englisch probieren, mal gucken, ob das klappt. Ich rechne allerdings fast damit, bei der Uhrzeit. Bitte verachtet, dass da kaum noch einer ist oder dass da keiner mehr sein wird. Dann werden wir schön die Meldung machen und fertig. Genau so. So, dann schalte ich mal um. 1, 2, 1. Ja. Grenoble Leverzu Airport. Hello and bonsoir. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, that's correct. Type of aircraft is CT Charlie Tango. Two people. VFR from Annemasse. Current position is 5 minutes northeast of your airfield. For landing, please. Delta Mike Zulu, la piste 04 main gauche en service, runway 04 left hand in use. Do you have my field in sight? Delta Mike Echo Mike Zulu, field is inside and active runway is 04 04. Yes, that is right, left hand, the circuit is left hand and you will report downwind 04. Delta Mike Zulu, next report downwind 04. Grenoble Leverzu Airport, Delta Mike Golf Tango Zulu. Delta Mike Golf Tango Zulu, Leverzu. Delta Mike Golf Tango Zulu, Zulu 602, two persons, 5 minutes northeast of your airfield is inside. And the number one, Delta Mike Echo Mike Zulu, inside, runway 04 in use, left circuit. Correct, Delta Tango Zulu, report downwind 04 left hand behind Mike Zulu. And for your information, I have a DR40 on initial climb doing some patterns on 04 concrete.
einen Flieger, oder was? Zulu will report downwind 04 and will look out for traffic. Genau, habe ich auch so verstanden. Der 400, ja. Ja. Delta Mike Zulu now entering downwind runway 04. Delta Mike Zulu number 1 report the final 04. Surface wind 350 degrees 10 knots. Delta Mike Zulu number 1 next report final 04. Mike Zulu, runway 04, clear to land, surface wind 360 degrees 8 knots, report runway vacated. Delta Mike Echo Mike Zulu, runway 04, clear to land, will report vacation. Delta Mike Oscar Tango Zulu entering downwind 04. The DA-40 inside. Delta Tango Zulu, number 3, behind the aircraft beam tower. Delta Tango Zulu will report final. Fox Kilo Uniform, on va pas arrière sur la 04. Zulu, what are your intentions? Our intention is to stay for 3 days and we need a parking place and if possible, a hangar place. We will have to see with the responsible of the Chamber of Commerce tomorrow because now they are closed. So I will put you in front of the restaurant on your right. And stand number 3, and your friend will take the number 4. It is at the end of the line, not fully at the end of the line, but stand number 3. Jetzt sehe ich auch die Nummer. Delta Mike Zulu, Roger, I see the numbers. So take number 3, please. Number 3 and number 4. That's correct. Parce du 38, on va décoller de Bendon et on va sur le plateau. Du 38 reçu, rappelez final hôpital. Je peux vous laisser tranquille, vu le tracé. Mais natürlich ist du ruhig, so angespannt, weißt du? Nicht angespannt, so interessiert, weißt du? Tango Zulu, runway vacated. Tango Zulu, on your right and stand number 4. Tango Zulu to number 4. So, das war es für heute. In weniger als 4 Stunden aus der Eifel nach Grenoble. Kein Stau, keine Ampeln, keine Maut und darüber hinaus auch noch kurzweilig und landschaftlich sehenswert. Heute Nachmittag um 15 Uhr noch in der Eifel. Nun ist es 20 Uhr und wir freuen uns auf das Landebier, das heute eine ganz besondere Note trägt.